Hört ihr das? Das klingt nach Gadgets und das Beste daran ist, die behalten wir nicht, denn die bekommt ihr. Wir packen die Xiaomi Mystery Box jetzt mal für euch aus. Die lieben Leute von Xiaomi, die haben uns hier so eine schwarze Black Friday Box, eine Mystery Box zur Verfügung gestellt. Dankeschön an dieser Stelle. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon so ein paar Mal so diese Mystery Boxen gesehen. Xiaomi macht diese Boxen oder hat die für uns auch gemacht, weil man bald den Mi Friday macht. Da gibt es bis zu 25 Millionen Euro an Rabatten für euch. Also checkt auf jeden Fall mal den Mi Shop aus, den deutschen Xiaomi Shop. Da werdet ihr an diesen Shopping-Tagen einige gute Deals machen können, glaube ich. Und was man da so kriegen könnte oder sich holen könnte, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich fange mal dreist an. Anna, nicht gucken. Ich sehe das genau. Okay. Oh, ich fange mal direkt mit was Kleinem an und zwar mit den Mi True Wireless Earphones Basic 2. Ja, die Xiaomi Mi Air 2, so werden sie landläufig, glaube ich, auch genannt. TWS-Kopfhörer, ganz in weiß. Die habe ich auch in einem Xiaomi-Shop gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir die hier hatten tatsächlich. Ich muss sagen, ich komme bei den Kopfhörern ein bisschen durcheinander, aber so gute TWS-Kopfhörer, was kosten die wohl? Die sind wohl, glaube ich, so im Preisbereich von rund 50 Euro. Und ja, schauen wir mal rein. Ne? Das sind so Halb-In-Ears quasi. Das kommt dann immer ein bisschen eher auf euer Ohr an, wie gut die euch passen. Bei mir passen die immer relativ gut, finde ich. Ich glaube, ich habe einfach so meine Ohren in der Entwicklung daran angepasst. Wahrscheinlich. Das Ladecase finde ich eigentlich ganz gelungen. Hier, ja, so ein, ne? Also es gibt ja mittlerweile auch deutlich kürzere Stiele, sage ich mal. Das ist halt noch eher so dieses normale Modell. Aber mal gucken. Oh ja, die halten eigentlich ganz gut bei mir. Ich finde das hier für mich persönlich so ein Tick zu lang, aber halten tut sie gut. 5 Stunden Akkulaufzeit steht auf der Packung. Jetzt nur mit den Kopfhörern und mit dem Case zusammen dann insgesamt bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit. Klassische TWS-Kopfhörer. Kann man nichts gegen meckern. Ist, glaube ich, einfach mittlerweile. Ich habe lange gebraucht, um umzuswitchen von Bluetooth- und Kabelkopfhörern auf die. Mittlerweile möchte ich so Kopfhörer nicht mehr vermissen. Ich habe die persönlich jetzt noch nicht benutzt, aber da macht man, glaube ich, nicht viel verkehrt mit. Ja. Bin mal gespannt, für welchen Preis die dann so in dem Store kommen werden. Aber wer solche Kopfhörer sucht, gerade auch in diesem weißen Stil, der wird hier fündig. Und darauf gibt es dann 25 Millionen Euro Rabatt, ja? Genau, dann kriegt man die quasi und kriegt noch 24 Millionen. Nice. Nein, Quatsch. Insgesamt die Rabatte summiert, wie viel Prozente sie dann geben auf so und so viel Stückzahlen. Ja. Habe ich was von 25? Ich habe nicht nachgerechnet, muss ich ehrlich sagen. Okay, ich nehme erstmal den ganzen Kleinkram. Oh, geil! Kugelschreiber. Ein paar Original Xiaomi Kugelschreiber. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da das haben wir sogar Xiaomi Kugelschreiber gekauft, auch hier in der Redaktion ein paar, weil das waren halt gute Kugelschreiber, die ein bisschen stylischer aussahen als so die Standarddinger. Und Xiaomi stellt natürlich einfach alles her. Die sind schon nice. Die sind also schon das nice. Das ist schon cool, klar, sind nur Kugelschreiber, aber ein Xiaomi Kugelschreiber ist schon was Besonderes. Der kann einen durchs Leben bringen, durchs Studium bringen zum Beispiel. Ja. Ich mach mal vor, wie cool man im Studium auf dem College-Block mit dem Xiaomi Kugelschreiber unterwegs ist. Komm, machen einen Unboxing. Ne? Gucken wir mal, drin ist. Ich glaub, versteckt sich hier noch irgendwie ein Akku oder so. Stark. Ja, das ist. Der macht böse Miene zum guten Spiel, würde ich sagen. Das war's. Tschüss. Oh, ich sehe zwei große. Du siehst sie nicht. Du fühlst. Oh, geil. Was ist es? Das ist die Xiaomi Air Luftpumpe, der Mi Portable Electric Air Kompressor. Das ist eins dieser leichten Hidden Champions, könnte man sagen. Die gibt es auch im Store tatsächlich, die gibt es schon ein bisschen länger aus China und die kommt auch extrem gut an, muss ich sagen. Es ist, um es mal ganz runterzubrechen, es ist eine Luftpumpe oder besser gesagt wäre wahrscheinlich ein Kompressor, ist der Fachbegriff dann. Das Ganze ist halt mit integriertem Akku, könnt ihr dann mitnehmen und sag ich mal, das perfekte Use Case in meinem Kopf ist zumindest so, man hat eine Fahrradtour oder man hat es einfach immer im Rucksack einfach dabei, wenn man oft mit dem Fahrrad fährt, vielleicht auch täglich zur Arbeit oder sowas, hat man das einfach immer dabei und kann dann morgens, abends, mittags ganz schnell mal eben den Reifen aufpumpen, aber es geht eben auch mit Autoreifen. Man kann damit aber auch so seinen Fußball zu Hause aufpumpen oder was weiß ich, hat einen Akku von 2000 mAh, aber das ist einfach geil, wirklich, das ist wirklich einfach richtig nice. Hier hat man noch ein schönes Täschchen dabei, kann man dann alles drin transportieren und, was ganz praktisch ist, hier ist auch direkt noch so eine kleine Innentasche mit drin, mit Klettverschluss und da kann man dann nämlich die ganzen verschiedenen Spitzen mit reintun, die hier direkt mitgeliefert werden. Dann kann man hier die PSI einstellen, ich weiß gar nicht, wofür es steht, aber es geht bis 150. Pressure. Kann man an heißen Tagen auch als Mini-Ventilator benutzen. Ein bisschen nervig vielleicht in der Lautstärke auf die Dauer. Ich glaube, die kostet bis zu
50 Euro, ich glaube ca. 50 Euro, vielleicht an dem Meat Friday dann auch in einem guten Sale. Ey, das kaufst du einmal und hast wahrscheinlich mehr oder weniger für die nächsten 10 Jahre. Und Leute, wir haben auch noch ein Licht hier oben. Finde ich nice. Finde ich auch nice. Ich pack's ein, denn, wir haben ja gerade schon angedeutet, vielleicht lohnt sich das hier dran zu bleiben. Nice. Ein Xiaomi Mi 10T Lite, das günstigste 5G-Smartphone von Xiaomi im Hause Xiaomi. Okay. Haben wir kürzlich auch für euch getestet. Das Video können wir euch gerne mal hier oben verlinken. Richtig gutes Smartphone für unter 300 Euro. Ich glaube 270, 250 kostet es neu. Das ist jetzt hier die graue Version. Pearl Grey mit 6 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Massenspeicher. Und ich würde sagen, machen wir jetzt mal auf. Ne? Also wir haben hier ein 6,67 Zoll 120 Hertz Display, ein LC-Display auf der Vorderseite. Angetrieben wird das Ganze von einem ganz neuen Snapdragon 750G-Prozessor. Der ist schon 5G-fähig, aber abgesehen davon auch ein guter Prozessor. Dazu gibt es, wie gesagt, 6 GB RAM, 64 GB Speicher, eine 64-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, einen riesigen Akku von über 5000 mAh, also auch eine wirklich gute Akkulaufzeit. Und, ein kostenloses Case. Ach, der ist gar nicht. Ich habe 4820 mAh, fast knapp daneben ist auch vorbei. Was aber hast du gesagt? 5000. Es ist immer noch eine sehr gute Akkulaufzeit. Zudem kommt 33 Watt Laden. Und das alles in diesem wunderschönen Grau hier. Fingerabdrucksensor ist an der Seite. Und ja, USB-C natürlich, Klinke, NFC ist mit dabei. Das hier finde ich ganz cool gelöst, dieses Bild für 5G da oben so reingemacht. Echt schön, also gefällt mir noch besser als den Colorway, den wir hier hatten tatsächlich. Gut verarbeitet, wie immer eigentlich bei Xiaomi, das kennt man ja. Wie gesagt, Kopfhöreranschluss hier auf der Unterseite, USB-C-Anschluss direkt daneben. 5G-fähig, hier oben haben wir noch Infrarotsender, auch noch mit am Start. Fingerabdruck hier an der Seite. Krass, also wie gesagt, das kostet so ca. 250 Euro. Hier sind wir auch bei 40 bis 50 Euro und ich glaube bei den Kopfhörern auch. Also gut 350 Euro, die Xiaomi uns hier in die Box gelegt hat. Nice. Das ist natürlich richtig nice. Und was eigentlich das Niceste an der ganzen Sache ist, dass wir dürfen die Sachen gar nicht behalten, denn wir verlosen die alle drei Sachen. Die Kugelschreiber behalten wir mal für uns. Sorry, die nehmen wir uns hier raus, aber wir verlosen das Xiaomi Mi 10T Lite, wir verlosen diesen Mi Air Kompressor und wir verlosen diese Kopfhörer direkt. Was ihr dafür tun müsst, ist wirklich nicht viel. Hier unten in der Videobeschreibung unter dem Video ist ein Link zu der Gewinnspielseite. Da müsst ihr euch einmal mit eurer E-Mail-Adresse eintragen. Keine Sorge, ihr kriegt dadurch keinen Newsletter oder sonst was. Das ist einfach nur, damit wir euch im Falle des Gewinnes kontaktieren können. Und ihr müsst natürlich den Shiner Gadgets YouTube-Kanal abonnieren. Nur dann können wir eure Stimme quasi zählen und dann, ja, werden wir drei Gewinner ziehen und dann gewinnt ihr eine von den drei Sachen, wenn ihr denn gewinnt. Wie gesagt, das wird zufällig ausgelost. Da wünschen wir einfach mal viel Erfolg. Sagt es auch gerne euren Freunden, eurer Familie, denn ihr könnt hier ein Xiaomi Mi 10T Lite im Wert von 250 Euro gewinnen oder halt eins von diesen coolen Sachen. Ich meine, wir haben alle einen Kugelschreiber immerhin bekommen, also hat sich auch für uns gelohnt hier. Vielen Dank, vielen Dank. Von daher gehen wir alle als Gewinner raus. Wir gehen alle als Gewinner raus. Ich freue mich, ich kann endlich wieder schreiben jetzt. Endlich. Kannst du deinen Testbericht jetzt so schreiben? Puh, das dauert dann immer ein bisschen länger. Vielleicht. Meine Handschrift hat gelitten im letzten Jahr und die war noch nie gut. Dankeschön an Xiaomi an dieser Stelle. Falls ihr nicht gewinnt oder auch abseits von dem Gewinnspiel, solltet ihr die Xiaomi-Seite auschecken. Wie gesagt, am Mi Friday bald an den Shopping-Tagen gibt es da eine Menge Angebote. Also auch wenn ihr hier leer ausgehen solltet, da könnt ihr euch auf jeden Fall einen guten Deal schießen. Danke an das Bereitstellen an Xiaomi an dieser Stelle. Vergesst nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren müsst ihr eh, wenn ihr beim Gewinnspiel teilnehmen wollt. Dann war es das schon von uns für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Die Xiaomi Mystery Box. Was da wohl so drin ist. Nicht reingucken. Das müssen wir noch für die auspacken. Ich habe viel zu langsam reagiert. Nicht reingucken. Du hast mich nicht mal getroffen. Was da wohl drin ist? Klingt nach Gadgets. Die